sag euch, ich habe das neulich in meiner Story beantwortet. Thema Angst vor dem Tod bin ich irgendwie raus. Ich weiß nicht warum. Ich habe vom Ding her keine Angst vorm Tod zurzeit oder allgemein, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt sterben würde, habe ich trotzdem ein cooles Leben gehabt. So, ich fände es blöd für meine Familie oder für Leute, die mich lieben oder mögen, die dann damit klarkommen versuchen müssten. Aber ich würde halt bewusst, sage ich das so, wie es ist, dass die sich dann gar keine Sorgen machen müssten, weil ich einfach Stand jetzt ein echt cooles Leben habe. Ich habe immer auf mich gehört, ich habe immer gemacht, worauf ich Lust hatte. Ich habe mich nie eingeschränkt, ich habe nie irgendwie großartig lang Dinge für andere gemacht, sondern immer hauptsächlich mein Ding durchgezogen. Das halt einfach, das ist cool. Wenn du dein Ding durchziehst, glaube ich auch, dass du ein bisschen vom Ding her glücklicher leben kannst. Genau, das ist der einzige Punkt, dass man halt irgendwie Angst hat vor dem Gedanken, was ist mit den Leuten, die dich mögen. Safe. Hab richtig Angst, dass ich dann nicht mehr existiere und mich an nichts mehr erinnere, also einfach weg bin halt. Das ist so ein Gedanke, so, ich finde, davor braucht man keine Angst haben, weil man ist ja dann weg. Also es gibt einen dann einfach nicht mehr so mäßig. Wisst ihr, wie ich meine? Das klingt ein bisschen hart, aber du bist auch dann rein in der Theorie, du kannst dich ja an nichts mehr erinnern, du bist nicht mehr da. Du kannst dann keine Angst mehr haben. Real Talk über Liebe bitte. Was wollt ihr denn über Liebe wissen, liebe Freunde? Liebe ist echt ein kompliziertes Thema, Mann. Ich sag's, wie es ist. Vielleicht hat man keine Angst mehr vor dem Tod, wenn man älter wird. Kann sein. Ich bin ja jetzt auch noch nicht besonders alt. Aber Stand jetzt. Denkst du, jeder hat einen Seelenverwandten? Also glaubst du daran? Habe ich mir so noch nie so krass Gedanken zu gemacht. Du meinst jetzt aber auch einen Seelenverwandten, den man liebt. Also nicht, ein Freund zählt nicht, ein Kumpel zählt nicht. Gibt es Momente, wo du bereust, falsch gelebt zu haben? Ich habe manchmal das Gefühl, ich verbringe zu wenig Zeit mit meiner Familie. Ja, gibt's oft. Also gibt's öfter mal, wo ich merke, dass ich zu früh gewisse Entscheidungen getroffen habe, obwohl ich ursprünglich mir selber gesagt habe, ich will die Entscheidung nicht treffen. Habe es aber dann doch gemacht. Und im Nachhinein hat sich das dann rausgestellt, dass es kontraproduktiv war und man damit auch dann andere Menschen verletzt hat zum Beispiel. Endet die erste Liebe immer? Ich würde sagen nicht. Es gibt sehr viele Beispiele von Leuten, die immer noch mit ihrer ersten Liebe zusammen sind, ne? War es auch verrückt. Doch Freundschaft oder Liebe ist egal, beides, also jetzt wegen Seelenverwandt. Okay, dann würde ich sagen, gibt's bestimmt. Ist halt nur ein Prozess, bis man diese Person findet oder bis man diese Person zufällig kennenlernt. Aber würde ich schon sagen, gibt's bestimmt. Ich habe irgendwie Angst, dass sich ein Junge aus meiner Klasse in mich verlieben könnte, weil ich halt glaube, dass viele Jungs mit 13 noch nicht so reif sind und es dann schnell toxisch werden kann. Also bei dem Thema, das muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, aber es wäre schon krass, wenn man sich verliebt, so die erste große Liebe mit 13, und das hält für immer, weil man einfach, es ist einfach ein Fakt, vom Alter 13 bis zum Alter beispielsweise 25 oder ja, sagen wir mal 25, veränderst du dich noch so viel in so vielen Situationen und Lagen und die andere Person auch. Die Person ist noch nicht reif, du bist noch nicht reif, man weiß noch nicht, wo man hin will, man muss auch noch nicht wissen, wo man hin will. Man hat noch ganz andere Interessen als wie in einem Alter, wo du deine Interessen gegenseitig besser zuspielen kannst. Deshalb, das ist auf jeden Fall sehr schwierig. Ich würde, Anso und Arthur haben es geschafft. Ja, vom Ding her ja, die waren aber auch ein paar Mal getrennt, ne? Die waren auch ein paar Mal getrennt und die kennen sich halt einfach schon, seitdem die 13 sind, mäßig, weil die sich einfach so früh kennengelernt haben und haben sich immer wieder halt im Auge gehabt. Also das ist ja nochmal was anderes. Aber ne, obwohl, es ist eigentlich nichts anderes. Es ist genau das. Eigentlich hast du recht. Anso und Arthur haben es eigentlich geschafft, ja. Hast du Tipps, dass man sich nicht zu abhängig vom Partner macht? Der beste Tipp, den man da haben kann, ist, unternimm trotzdem noch was mit deinen Freunden oder mit anderen Leuten oder geh trotzdem noch anderen Hobbys nach. Also fokussiere nicht dein komplettes Leben auf diese eine Person.
und lass dir auch nicht alles von dieser einen Person sagen oder bestimmen. Das lohnt sich auf jeden Fall nicht. Du musst ja trotzdem noch Zeit, Space und Platz haben, um dich selber weiterzuentwickeln. Damit tust du auch der Beziehung am Ende des Tages besser, wenn du dich selber weiterentwickelst. Und statt, wenn ihr euch beide weniger weiterentwickelt, aber die ganze Zeit zusammen seid. Genauso zählt es auch für deinen Freund. Der soll auch Zeit mit seinen Freunden verbringen. Der soll auch Sachen machen, die ihm Spaß machen. Das ist schon wichtig. Was sollte man machen oder sagen, wenn man rejected wird, deiner Meinung nach? Einfach damit umgehen. Also einfach so stehen lassen. Du kannst da nicht mehr viel ändern. Wenn du von jemandem einen Korb kriegst, dann lohnt es sich nicht, danach noch so mäßig rumzusimpen oder irgendwie nach Fragen und Antworten zu suchen. Dann bist du einfach nicht der Typ für die Person. Das klingt so hart, aber es ist gar nicht so hart, wie es eigentlich ist, weil du hast auch viele Typen in deinem Kopf, wo du sagst, nee, niemals würde ich mit denen zusammenkommen. Und wenn die dich fragen würden, dann würdest du auch die direkt rejecten, obwohl du es nicht böse meinst zum Beispiel. Und das ist halt einfach manchmal normal, dass man rejected wird. Ich wurde auch schon rejected, so. Ich habe auch schon Leute irgendwie angesprochen und habe mich dann gewundert, dass die so gar überhaupt nicht mit mir reden wollen, obwohl ich so voll nett einfach nur so irgendwie angesprochen habe. Also es gibt halt solche und solche Fälle, so, ne? Was ist das perfekte Alter für Kinder? Das perfekte Alter für Kinder? Boah, ich hätte früher wahrscheinlich sowas wie 23 oder so gesagt. Jetzt bin ich 24. Und ich kann euch das nicht sagen. Ich kann mir gerade einfach noch überhaupt nicht vorstellen, irgendwelche Kinder zu haben. Das würde gerade nicht in mein Leben passen. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt nicht das perfekte Alter, weil man sich halt danach fühlt. Ich glaube, man muss sich danach fühlen. Eine Marcy ist zum Beispiel eine sehr junge Mama und die fühlt es voll und die fühlt sich danach. Deshalb, ja. Irgendjemand hat gerade geschrieben, lieber voll offensiv oder zurückhaltend an eine Sache, also an Dings rangehen, an Beziehungen und na, also mäßig oder halt auf die perfekte Liebe warten. Ich finde gerade nur den Kommentar nicht mehr. Da bin ich safe der Meinung, einfach zu warten. Weil wenn man nicht sucht und nichts erwartet und nicht auf Krampf irgendwie datet und so, dann macht man viel weniger Fehler. Man lässt viel weniger durchgehen. Also man sieht Red Flags viel besser, wenn man nicht auf Krampf jetzt schnell einen Freund haben will. Man erkennt Red Flags viel früher. Und ich glaube, es können coolere Dinge passieren, wenn es ungeplant ist. Meine coolsten Beziehungen waren die, wo so richtig ungeplant waren. Also wo man einfach nicht damit gerechnet hätte, dass man der Person, dass da irgendwas überhaupt geht. Hello Alexandra, schön, dass du dabei bist. Katzen oder Hunde, ich mag beides. Ich bin da gar nicht so krass. Ich hätte früher immer gesagt Hunde, ein bisschen mehr vom Ding her. Aber ich mag beides, sag ich ehrlich. Auf Bali hatten wir eine Katze in unserer Bude, die war so süß. For real, mein Freund kam mir auf einer Straße entgegen, null gesucht. Ja, ist halt geil, ne? Wie habt ihr euch dann kennengelernt, wenn er dir einfach nur entgegenkam? Zufällig was fallen gelassen. Wenn du morgen sterben würdest, was würdest du jetzt unbedingt machen wollen? Ich kann es dir gar nicht sagen gerade. Ich würde sehr gerne meine Familie nochmal jeden in den Arm nehmen, intensiv. Und dann einfach noch mit Personen, die ich liebe, quatschen. Einen auf den. Er wollte auch zum Casting in die Schauspielschule. Ah, okay. Und dann habt ihr euch getroffen, kennengelernt. Geil, stark. Was war die letzte Sache, weswegen du lächeln musstest, beziehungsweise dich richtig gefreut hast? Weswegen ich lächeln musste? Boah, kann ich so nicht sagen. Weiß ich gerade nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Weswegen ich mich richtig gefreut habe. Scheiße, ich weiß es gerade nicht. Ich kann es dir gerade ehrlich nicht sagen. Wie gehst du damit um, wenn Zuschauer dich in einem Club treffen wegen deinem Insta-Post? Ich feiere das. Ich finde es immer richtig witzig. Es gab auch Situationen, die waren nicht so witzig, wo Leute sehr aufdringlich waren. Also mäßig, ich stand an der Bar und ne, anstatt mich anzusprechen und zu sagen, hey, ich kenne dich von deinen Videos, bla bla bla, dann so die ganze Zeit. Es waren so zwei Freundinnen, haben sich dann gegenseitig so die ganze Zeit geschubst, so zu mir hingeschubst, damit die so auf mich fallen. Und dann hat die so an meinem Rücken so gekratzt und so auf extra. Das hat gar nicht gebockt. Das hat überhaupt nicht gebockt. Da war ich auch so kurz davor, da habe ich wirklich so gesagt, wenn jetzt nochmal irgendwas, wenn ihr nochmal irgendwas macht, dann gebe ich eine dicke Ansage. Beziehung mit einem Zuschauer, ja oder nein?
Ich sag ganz ehrlich, was mein Bauchgefühl sagt, eher nein. Ich sag's kurz und knapp ehrlich raus. Weil das Problem ist, es kommt natürlich auf die Härte der Zuschauerschaft an, so mäßig. Ob Fan oder ob man das noch differenzieren kann oder nicht. Und wie die Person tickt, wie sie mit der ganzen Sache umgeht, wie sehr sie davon profitieren will, dass du in der Öffentlichkeit stehst, wie sehr sie von deinen finanziellen Sachen profitieren will, wie sehr sie von deinem Fame profitieren will, in Anführungsstrichen. Es ist viel attraktiver, eine Person kennenzulernen. Es macht viel mehr Spaß, auch eine Person kennenzulernen, die keinen Plan hat, wer ich bin. Das ist einfach ein Fakt. Das ist leider wirklich ein Fakt. Ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber ja, es gibt echt oft cringe Situationen, wo ich mir so denke, Bro, keine Ahnung, man lernt so jemanden kennen und dann sagt die Person so mäßig beim Date, mäßig, oh mein Gott, ich gehe gerade einfach mit Shadow auf ein Date, so. Dann, Bro, dann ist vorbei. Ich finde das so, hä? Lass mich in Ruhe. Das ist einfach unangenehm. Und solche Situationen gibt's wirklich. Wirklich. Es ist fucking weird. Also jetzt nicht so krasse Fangirls, sondern so mäßig 1 bis 2 Videos von dir gesehen. Ja, das ist ja natürlich wieder was anderes. Man kann bestimmt auch mit einem Fan zusammenkommen. Keine Frage. Aber der Fehler liegt schon bei diesem, ich bin ein Fan. Also wenn du sagst, oder wenn du aussprichst, dass du ein Fan bist oder dass du jemanden gezielt so, keine Ahnung, so wie voll viele Mädels einen fucking Crush auf Justin Bieber haben. Wenn jetzt jemand so einen Crush auf mich hat, ist das eher einfach abtörend. Du hast ja das Gefühl, du musst nichts tun, die Person findet dich trotzdem nice. So. Du kannst auch nicht nett zu der Person sein, die findet dich trotzdem nice. So, und das macht halt keinen Spaß. Wenn es durch Zufall passiert, ist es was anderes, als wie wenn man drauf hinfiebert. Das stimmt. Was hast du auf deiner Hand geschrieben? Das hier. Da steht, I was born to run. Hey Sedo, du hast mich unbewusst durch eine schwere Zeit gebracht. Ich bin ein stiller Zuschauer, wollte hier jedoch einfach mal Danke sagen. Ich bin stolz auf das, was du erreicht hast. Ich küsse doch dein Herz. Das ist eine richtig coole Nachricht. Das freut mich wirklich sehr. Das freut mich wirklich sehr, weil man dadurch ein bisschen auch merkt, dass man Leute auch berühren kann, obwohl man sie nicht berührt. Wisst ihr, wie ich meine? Das klingt jetzt auch ein bisschen falsch, aber ich meine, dass man Leuten nah sein kann, auch durchs Internet, ohne, ja, so wirklich Zeit mit denen zu verbringen. Und das finde ich richtig cool. Das finde ich sehr stark. Und wenn es deine schwere Zeit ein bisschen besser gemacht hat, dann ist das sehr, sehr cool. Was mit Mats? Mit Mats nix. Ich habe den jetzt letzte Woche 2-3 Mal sogar gesehen. Und ja, wir wohnen einfach nicht mehr zusammen, aber sonst alles beim Alten. Willst du in der Zukunft auch zocken und Games machen oder ist das nicht so dein Ding? Das ist tatsächlich nicht so mein Ding. Das ist wirklich nicht meins. Also da bin ich eher raus. Ich habe als Jugendlicher, in meiner Schulzeit habe ich noch gezockt, teilweise ein bisschen. Aber auch nicht das, was alle gezockt haben, sondern mehr so alte Games, so Need for Speed und so NHL, NBA und kein so Quatsch. Aber ich war nie so der Zocker, weil meine Eltern mir immer nur eine Stunde Zeit gegeben haben für entweder PC oder Fernseherzeit. Und dann musste ich mit ihm aufteilen und dann habe ich nie richtig Sucht aufgebaut für irgendwelche Spiele. Und dementsprechend ist das nicht so in meinem Blut. Wo würdest du als nächstes Urlaub machen? Ich habe keinen konkretes Reiseziel gerade. Ich bin gerade ganz froh, in Deutschland zu sein irgendwie. Das ist auch ein krasses First-World-Problem, aber ich war jetzt so viel unterwegs, dass ich gerade meinen Koffer irgendwie nicht mehr so sehen kann und ich weiß, dass früher oder später, spätestens im Februar, bin ich wieder irgendwo. Deshalb, ich mache mir da gerade gar keinen Druck. Das ist echt krass, wie gut es mir geht und wie, was für coole Möglichkeiten ich habe, um die Welt zu kommen, dass es mich sogar schon ein bisschen nervt, meinen Koffer zu packen.